Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Ganz genau. Ja. Es geht skurril los. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber, ja, ich mach mal den Fernseher aus. Dann fährt uns das denn hin. Oh, es fährt uns irgendwo hin. Will ich da hin? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht hätten wir auch durch den Fernseher gehen sollen. Ah. Oh. Wenn ich jetzt da durchgehe, komme ich da raus. Ja, macht Sinn? Weiß ich nicht. Warum? Wo bin ich hier eigentlich? Hä? Okay. War ich nicht hier unten? Ja. What is my Aufgabe? Ich hol mal den Aufzug nochmal her. Well, startet schon mal perfekt rein. Was gibt es denn hier hinten noch? Ha? Ah, kann man noch bestimmt. So, und an die Türklinke. Nee. Jetzt muss ich überlegen, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich bin ein Genius, wir müssen damit da hochfahren. Und ich sag euch, wie das geht. So. Und jetzt da durch. Der fährt jetzt nämlich nach oben. Ich muss ready sein. Ja, und jetzt fährt er nach oben. Das macht Sinn. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch andersrum. Das könnte sein. Weil da unten war ja ein Raum, in dem wir obviously nicht waren. Schnell, schnell, schnell. Ja, der fährt ja auch so langsam. Ja. Nein. Oh Gott. Und jetzt hier raus. Das ist meine Prediction. Ja, hier hat's gespeichert. Das ist schon mal sehr schön. Oh, wie cool, ein Häschen. Ich habe ja keine Lampe mehr. Boah, das ist ganz unangenehm, keine Lampe mehr zu haben. Ihr glaubt es nicht. Ich mach mal mein Mikrofon so hin. So. Vielleicht sollen wir hier auch gar nicht sein. Doch, sollen wir, weil da hinten geht's weiter. Ich hab's gerade gesehen. Hinter der Kiste. Was? Das zählt. Ich komme da durch. Perfekt. Oh. Okay, haben wir den Tod auch gesehen? Ich will was ausprobieren. Ja, ich weiß, was wir tun müssen. Macht ja auch irgendwie Sinn.
You might be dead. Aber sie hat angefangen. Sie hat uns zuerst angegriffen. Andere Frage. Hier raus. Darüber hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken machen sollen. Mit der Seife. Super, ich meine. Ach, komm. Kann der Hocker. Natürlich, sie stand da die ganze Zeit, deswegen sind wir an den Hocker nicht gekommen. Okay. Ich wusste jetzt halt nicht, dass der Hocker da steht. Ich dachte mir, ja, einfach mal ein paar Leute umbringen. Mach ich täglich. Was? Ja. Boah, ey, dieses Spiel. Ich find's so gut bisher. Ich lass nicht los, da könnte man runterfallen. Botschen da alle Fernseher, ja, ja. Was kommt? Wie? Achso, GZSZ. Ja, gucke ich nicht. Tut mir leid. Nach da hinten oder nach hier? Ich gehe erstmal hier lang. Ja, das unter mechanisch leitender Elektrizität. Hansi kriegt dadurch. Okay, okay, okay. I see. Also der Fernseher dürfte eigentlich gar nicht laufen, aber. Ich sag dazu jetzt mal. Ach, der Einkaufswagen ist doch elektrisch. Also, wenn der Einkaufswagen dadurch nicht elektrisiert wird, macht das gar keinen Sinn. Wobei, der hat vielleicht Gummiräder. Ich nehme das jetzt vorerst als Ausrede. Andere Frage, wie mache ich das überhaupt aus? Ich will hier weg. Wenn er da runterfährt, nicht so schön. Das gescriptet bestimmt. Okay. Warte mal, was? No way, ich muss ihn jedes Mal da runter machen. Oh mein Gott, gar keine Lust, euch das immer zu schneiden. Ja, ich probiere es jetzt mal so. Also es ist obviously gescriptet, wo er hinfällt. Weil er fällt halt immer dahin. Perfekt. Kann ich hier? Hier kann ich stehen auf einmal. Hey, wie komme ich denn da hoch? Ja? Da ein Ball. Da ein Bett. Ach, da oben muss ich. Ich sehe es. Ich habe es gesehen, Leute. Ist okay. Genug gehatet. Der sieht halt so safe machbar aus. Stuhl kann ich nicht verschieben. Aber es sieht halt aus, als könnte ich bis an das Fenster hüpfen. Findet ihr nicht? Ja, kann man bestimmt. Mache ich jetzt nicht. Sowieso, ich habe mal nachgeguckt. Für unseren Stand fehlen uns, ja, alle Hüte. Wir sollten eigentlich fast alle schon haben. Wir sind relativ am Ende des Games. Wurde mir so gesagt. Keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Mir wurde einfach nur gesagt, ja, Ende des Games. Okay. Andere Frage an der Stelle. Das ist ja der Fernseher aus, nicht? Ja. Aber von da oben komme ich doch bestimmt da lebend hin, ja. Dann muss ich den Einkaufswagen jetzt einfach nur hier dazwischen stellen. Und wenn ich da sterbe, dann ist. Bin ich tot. Obviously, aber dann ist. Fände ich nicht so toll. Ich stelle ihn. Ich teste den Sprung vorher, ja. Also von hier ganz am Rand nach vorne und festhalten, ja. Okay, das sollte machbar sein, wenn er da nicht nochmal springt, obwohl ich gar nicht springen drücke.
Gehen wir zurück und bis dann habe ich wieder vergessen, wie wir springen müssen und ja. Das Mikro an, ja. Ganz wichtig, habe ich auch gar nicht geguckt heute. Normalerweise gucke ich immer, bevor ich die Aufnahme starte, mache ich kurz Test, Mimi und so, ihr wisst Bescheid. Ein Ritual. Da gucke ich immer, ob das Mikrofon auch überhaupt aufnimmt. Und heute habe ich das eben nicht gemacht. Dementsprechend, ja. Und jetzt kann ich hier oben abkürzen. Also halt, was heißt abkürzen? Warum springt der immer? Hier darfst du jetzt springen. Dann springt er halt nicht. Perfekt. Ich glaube, das zählt. Weiter geht es. Und zwar hier oben. Ich habe keine Ahnung, ob ich zu laut rede, ob ich zu leise. Ich sehe. Vielleicht muss man ja hier raus. Okay. Die followen mir jetzt doch gleich. Aber die müssten jetzt von ihm angelockt werden. Wo ist der Ander? Ja, perfekt. Ihr da hinten, ihr seid auch ein bisschen creepy. Aber... Das ist völlig okay. Nee, ihr kommt hier nicht rein. Nee, sag mal. What? Geh da hoch, Mann. Das sind Fernseher. Konzentriert euch auf die Fernseher, sag mal. Hallo. Das sind Fernseher. Lauf, Mann. Lauf. Okay, safe. Ich bin safe, safe. Das war creepy. Das war creepy. Aber ich bin noch da. Ich bin noch da. Und das freut mich. Das ist bisher die weirdeste Passage im Game. Habe ich eine Taschenlampe? Nein. Solange ich diese Fernbedienung habe, weiß ich halt, das geht mit den Fernsehern immer weiter. Da ist eine Axt, der ich die... Ja, moin. Ich sehe dich. Wer ist das? Ist das Six? I'll help you. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt kommt der Thin Man, heißt der. Dünner Mann. Nur, ganz kurz, damit ihr Bescheid wisst. Sag mal die Axt an. Der kommt hier safe nicht rein. Also der Typ heißt Thin Man. Und der steht jetzt safe gleich da oben. Und er macht mir des Todes Angst. Ich sehe ihn doch. Ich bin hier nicht, sag mal. Sag mal, geh doch weg da.
Kurz 2 Sekunden durchatmen. Okay. Alles gut. Das ist komplett normal. Will ich hier raus? Oh nee, sag mal, ich... Ja, okay. Ich sehe es, er kommt. Wir müssen hier aber den Hocker darüber schieben. Und in der Zeit schafft er... Seht ihr, wie verbuggt und verglitscht der ist? Ich konnte mich nicht halten. Also er ist verbuggt, er ist glitscht und gleich wieder die Zeit dazu. Fahr doch schneller, sag mal. Da ist er. Diesmal bin ich aber ein bisschen drauf vorbereitet. Vor allen Dingen, Mono hat sich im Sprung einfach nicht umgedreht. Ich fall doch da runter. Nee, tu ich nicht, sag mal. Ich halt mich. Tu ich, ja. Ey, es wird immer weirder. Wieso renne ich eigentlich noch? Egal. Weg da. Würde sagen, war ganz stressig, die Passage, aber... Safe machen. Ich wollte sagen, safe machbar. LOL! Geh da hoch, Mann! Er kommt näher, ich weiß es, bitte! Hör doch auf! Spiel, please! Ich halt mich, ich bin unterwegs. Ich bin hängen geblieben. Aber da kriegt er mich safe nicht. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Drecksspiel. Klar. Sei halt noch näher als vorher. Gar kein Problem. Und warum kann... Wie kommt er eigentlich darüber? Er kann ja nicht mal springen, Mann. Schmutzspiel. So ein Schmutzspiel. Aber ich bin im Modus. Ich habe genau das Gleiche gemacht. Was war denn jetzt bitte anders? Ja, tschüss. Tja, das war's dann wohl. Wir sehen uns. Ciao. Ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen zu laut. Es tut mir leid. Ich lebe noch. Ey, wenn ich jetzt tot wäre, ich sag's euch. Bin noch da. La 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 la. Eigentlich guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Aber wir haben noch 10 Minuten. Also, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Ja. Ist das Six bestimmt? Kann nicht springen, ich kann nur laufen. Die Musik ist sehr episch. Und darüber, ja. Dann links könnte es vielleicht noch was geben, ist mir egal. Ich bin tot. Ich bin tot. Es ist sehr unangenehm, hier lang zu laufen. Das ist eine Leiter, ja. Looks like. Was kann ich groß jetzt dazu sagen? Natürlich verletzt man sich, wenn man mit 10.000 km/h mit einem Zug gegen eine Wand fährt. Das ist für mich erschlüsslich.
Da oben ist ein Gulli. Bin mir sicher, wir kommen in der Stadt raus. Oder im Wald. Nee, im Wald nicht. Oh ja. Ach, guck mal, da geht's zu diesem Single Tower. Warum flackern die Lampen? Ich kann mich nicht bewegen. Da passiert jetzt safe was. Guess who's back? Nee, wir geben nicht auf. Wir legen den Hut ab. Nein! Hallo! Ich habe ewig gebraucht, den zu sammeln. What? Mono, einfach Mafia Level 100. Was ist denn mit dir los? Ich kann das vor allen Dingen links-rechts so steuern. Mit den Zeigern. Wie sich auch die ganze Welt da hinten dran bewegt. So, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Was ist da los? Hä? Ganz konzentrieren. Sag mal, hast du es jetzt dann auch mal? Ich mach dich fertig. Ich verstehe gar nichts mehr. Warum sind wir auf einmal Harry Potter? Apropos Harry Potter, in Harry Potter löst sich Voldemort am Schluss auch so episch auf. Ich verstehe gar nichts mehr. Kann alles krümmen und biegen. Ich hol den Tower her? Tja, Leute. Was uns in diesem Tower erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich fand's ziemlich surreal, aber nun gut. Und dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir in den Tower gehen. Bis dann und ciao, ciao, Leute.